Weiter geht's natürlich auch mit dem Pro-Team, nachdem ich jetzt gerade Tour de France mit Roglic ein bisschen aufgenommen habe. Und wir müssen diese Rundfahrt gewinnen, um vielleicht noch die Möglichkeit zu bekommen, ein höheres Budget oder von mir aus auch ja, ein paar mehr Rennen zu fahren. Also wir müssen das gewinnen, nachdem uns bei der ersten Rundfahrt ja der Sieg gestohlen wurde. Anders kann man es nicht sagen, da waren wir der mit Abstand stärkste Fahrer. So, jetzt sind es hier noch 2,6 Kilometer. Wir sind am Berg der zweiten Kategorie mit Ide Schelling in der Ausreißergruppe. Ansonsten haben wir Isagirre. Madouas kümmert sich jetzt mal um Isagirre und der Rest ist eigentlich ziemlich egal. Also Isagirre, unser Go-To-Guy, natürlich ein guter Zeitfahrer, der ist auch gut am Berg und es gibt zwei Bergankünfte, beziehungsweise nicht zwei Bergankünfte, aber zwei Bergetappen hier bei der Rundfahrt. Zwei flachere Etappen, die wir jetzt gerade fahren und zum Abschluss nochmal ein Zeitfahren, wo aber Isagirre sicherlich auch ganz gut ausschauen wird. Mit einer guten Tagesform hoffen wir mal, dass wir hier um den Sieg fahren können und versuchen natürlich auch unterwegs so viele Punkte wie möglich für das Bergtrikot uns zu sichern. Deswegen sind wir mit Ide Schelling unterwegs. Vielleicht klappt ja auch mal der Sieg aus der Gruppe mit Ide Schelling, würde ich jetzt auch mitnehmen. Wir haben Philipp Gilbert in der Gruppe, kein ganz schlechter, gerade wenn es jetzt auch in die Beschleunigung reingeht, da müsste er ja eigentlich besser sein als Ide Schelling. Klassischer Puncheur, einige Klassikerrennen gewonnen, Mailand Sanremo unter anderem, also da ist die Konkurrenz nicht schlecht. Oss sieht man von der Statur her eigentlich eher auf flacherem Terrain zu Hause, auch gerade auch in der Klassikersaison. Sicherlich eher seine Heimat, so wie Ide Schelling. Ja, gut, das ist sicherlich eher der Allrounder-Typ, der ein bisschen was von allem kann. So, der russische Fan muss ein bisschen aus dem Weg gehen. Ein Kilometer und jetzt kommt gleich diese mega steile Passage. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir dort nicht zu früh Tempo machen. Jetzt kommt Philipp Gilbert. Wir matchen das mal. Ist mir persönlich eigentlich zu früh. Aber wir nehmen mal das Hinterrad von ihm. Schauen wir mal, was er dann da oben noch im Tank hat. Schauen, wenn wir jetzt mal konstant hier hochfahren. Und oben gleich nochmal kurz rausgehen. Ich lasse ihm mal die Lücke, Philipp Gilbert. Es wäre sonst unfair gewesen, ihn da an die Bande zu drücken. Aber dann holen wir uns hier die Punkte, machen nochmal den Tigersprung, einfach nur, weil es schön ausschaut. Und dann warten wir. Boah, Alter, sind die eingebrochen. Gilbert da jetzt mit 10 Sekunden Rückstand spontan. Hat er sich gedacht, mache ich mal 10 Sekunden Rückstand. Also, Berg der zweiten Kategorie geht an uns. Das war der steilste Berg des Tages. Da ist Philipp Gilbert auch schon wieder. Und wir versuchen das natürlich unterwegs genauso zu schaffen, dass wir uns die Bergwertung holen und im Finale dann vielleicht mit Luca Meskec, der allerdings hier bei der Rundfahrt nicht so stark drauf ist, beziehungsweise sogar sehr schlecht drauf ist, da vielleicht dann auch nochmal zu stechen. So, die nächste Bergwertung steht an, ein Kilometer ist es noch. Da müssten wir dann allerdings auch diesmal etwas früher losgehen. Mal schauen, können das nochmal timen und dann gehen wir jetzt mal all in. Auf den letzten Metern und dann haben wir auch die längste Ausdauer und holen uns auch diese Bergwertung. Also nochmal zwei Punkte on top. Bergtrikot haben wir damit schon mal sicher auf unseren Schultern. Energielevel ist ziemlich gut. Wir machen auch keine, ja, wir helfen nicht bei der Führungsarbeit mit. So rum ist es richtig. Das macht die KI meistens einfach selbstständig. Eben wurden wir kurz abgehängt. Dann habe ich die Attacke am Berg der dritten Kategorie reingesetzt und dann war auch schon alles wieder gut. Also wir sind in der Gruppe, die noch ganz gut funktioniert. Mal schauen, wie das dann gleich am nächsten Berg der dritten Kategorie so ausschaut. Den Zwischensprint nehmen wir natürlich auch noch schnell mit. Wobei die Kollegen hier auch schon ordentlich am Start sind. Hier geht es noch leicht bergab. Also kann man wahrscheinlich jetzt schon mal losgehen. Na, Gilbert hat noch unser Hinterrad. Ich ziehe mal rüber. Schauen, boah, Gilbert kommt da aber nochmal, natürlich beschleunigt er eigentlich stärker als Schelling, aber wir holen uns wirklich gerade so mit einer Reifenlänge Vorsprung vielleicht noch. Dann trotzdem auch den Zwischensprint und dann geht es nämlich jetzt auch gleich in den Berg der dritten Kategorie. Das Hauptfeld 3 Minuten immer noch hinten dran, 60 Kilometer, wir machen hier wie gesagt nach wie vor keine Arbeit und versuchen dann unser Glück im Finale mit Ide Schelling das Ganze vielleicht noch durchzuziehen. So, der Vorsprung ist auf rund 2 Minuten gesunken, aber wir sind trotzdem hier noch in einer sehr, sehr guten Position, vor allem, weil wir einfach nicht arbeiten. Wir arbeiten immer nur die paar Kilometer, die paar Meter vor der Bergwertung. So, und dann gehen wir mal los.
Gibert. Da müssen wir diesmal aber voll durchziehen, um da eine Chance zu haben. Und dann fahren wir ihm vor die Nase und holen uns auch diese 2 Punkte. Also das sieht erstmal doch gut aus. Jetzt sind es noch 45 Kilometer, 2 Minuten der Vorsprung. Hinten das Tempo wird jetzt, denke ich mal, demnächst etwas schneller. Und wir schauen mal, ob wir hier nicht dann doch nochmal eine Attacke reinsetzen und versuchen, das mit Ide Schelling durchzuziehen. So, 13 Kilometer vom Ziel, immer noch 48 Sekunden. Die Gruppe hat eben nicht mehr so richtig gut funktioniert, deswegen dachte ich mir, ich hau mal eine Attacke rein. Hat jetzt so semi-gut funktioniert. Die anderen beiden hängen noch an uns dran, sind jetzt aber vielleicht auch bald ein bisschen durch. Mal schauen, da kommt vorne gleich nochmal so ein kleiner Zipfel. Fahren die noch mit? 52 Sekunden unser Vorsprung. Dann lassen wir doch mal Oss vorbeifahren. Na komm, Junge, fahr vorbei, du fährst doch 100. Dann mach er nochmal ein bisschen Tempo. Ja, er nimmt jetzt raus, da kommt die Attacke von Gilbert. Also ganz interessant, das könnte für diese Gruppe hier reichen, die zwar nicht sensationell gut zusammenarbeitet, aber trotzdem noch einen ordentlichen Eindruck macht. Jetzt haben wir natürlich das rote G ein bisschen verballert. Und jetzt kommt Oss da vorne mit einer starken Attacke. Wird's hinterherfahren müssen. Schauen, ob wir ihn bis da vorne wieder aufholen. 57 Sekunden nach hinten. Das Hauptfeld reagiert nicht wirklich gut. Der Sieger wird wohl aus dieser Gruppe kommen. So, ein blaues Gel ist voll aufgefüllt. Wäre schön, wenn Gilbert jetzt auch nochmal was macht. Am Hügel sollten wir eigentlich stärker sein als Oss. Sind es noch 8,2 Kilometer. 55 Sekunden, da kommt wieder Gilbert mit einer Attacke. Fährt die Lücke jetzt da ein bisschen zu. Wir bleiben mal am Belgier dran. Macht er weiterhin Tempo. 50 Sekunden. Jetzt wird hinten aber auch richtig Tempo gebolzt. So komm, fahr da runter, Junge. Boah, da haben wir kurz eine Lücke reißen lassen müssen. So, da ballern wir ihn mal weg. 6,3 Kilometer. So, das wird natürlich schwierig werden. Gilbert möchte eigentlich wieder vorbeifahren, oder? Na komm, Junge, geh halt. Dann gehen wir wieder an sein Hinterrad. Und nehmen mal unser rotes Gel. Es sind immer noch 37 Sekunden. 24 Fahrer in der zweiten... Ne, 92 Fahrer und eine Gruppe von 24 Fahrern davor. Das ist natürlich nicht gut für uns. Ja, mal schauen. Gilbert zieht jetzt hier durch mit 100%. Wir können noch ein bisschen Energie sparen. Ich hoffe mal, er zieht es weiter durch. Nicht so richtig. Jetzt kommt Oss. Immer noch 34 Sekunden. 3,5 Kilometer. So, Gilbert. Fährt er wieder nach vorne? Mal schauen, Oss übernimmt immer noch 29 Sekunden. So, jetzt kommt Gilbert. So, mal schauen, was machen wir. So, komm. Zieh durch, Junge. Boah, da kommt Gilbert jetzt nochmal auf den letzten Metern. Das gibt's doch nicht. Ach nein. Philipp Gilbert holt sich den Etappensieg. Boah, was ein enges Höschen. Das gibt's doch nicht. Aber halt der bessere Beschleuniger. Ide Schelling ist am Hügel gut. Deswegen hat das bei den Bergankünften da ganz gut funktioniert, bei den Bergwertungen. Aber natürlich dann im Endeffekt, wenn es in den Sprint reingeht, da ist Philipp Gilbert, der alte Haudegen, dann doch nochmal eine kleine Nummer stärker. Schade, Oss war relativ früh durch. Und wir einfach waren nicht mehr drin im Finale. Und da kommt das Hauptfeld rein, da sollten eigentlich keine Zeitabstände gemessen worden sein. Also Gorka Isagirre auf jeden Fall gut mit drin. So, also, das war die erste Etappe unserer letzten Chance, um da vielleicht nochmal ein bisschen aufzusteigen. Da sehen wir den Etappensieger Philipp Gilbert in der Gesamtwertung, auch Gilbert vorne. Punktewertung, Bergwertung, immerhin Schelling und Nachwuchsfahrerwertung sind wir auch vorne. Also das war ein guter Auftakt, die Gruppe ist durchgekommen, so wie ich es mir erhofft hatte.
Hat dann leider nicht mit dem Etappensieg gereicht, aber 6 Sekunden Zeitbonifikation. Leider gab es bei der Sprintwertung nicht nochmal was. Luka Meskec ist dann auch mitgesprintet und auf einem starken 115. Platz reingefahren. Also unser Sprinter hat mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Ansonsten alle mit 27 Sekunden. Also das ist schon mal gut gelaufen. Dann gibt es jetzt die ersten Punkte für Ide Schelling. Wir sind in der Teamwertung weiterhin auf einem miserablen 24. Platz. Da waren wir letztes Jahr besser. Da waren wir, glaube ich, 23. Also wir müssen diese Rundfahrt gewinnen, um da irgendwie noch was machen zu können. Ansonsten wird die dritte Saison wieder so laufen wie die zweite. Und das wird dann langsam auch ein wenig langweilig, würde ich sagen, wenn wir immer dieselben Rennen spielen müssen. Zweite Etappe wird, denke ich mal, eine Sprintankunft werden. Wir können mal schauen, dass wir hier ein bisschen schneller durchkommen. Mit Ide Schelling müsste das Bergtrikot eigentlich relativ fix auf unseren Schultern sein. Aber wir schauen einfach mal rein. Also, zweite Etappe bei der, wie heißt die Rundfahrt? Bei der Open Tour, nicht bei der Euro Tour. Also bei der Open Tour, mal schauen, was da für uns dran ist. So, auf der zweiten Etappe ist relativ wenig passiert. Wir versuchen uns mal hier innen durchzuwursteln. Immer noch Krupp Geschke vorne mit 26 Sekunden. Wir sind im grünen Trikot unterwegs mit Ide Schelling. Luka Meskec ist zu weit hinten. Ich habe gerade mal zu ihm gewechselt. So 10 Kilometer vom Ziel, den kriegen wir nicht mehr nach vorne. Ich weiß nicht, was mit ihm los war, aber auf jeden Fall wird das nichts mehr. Deswegen versuchen wir uns mal hier im kurvigen Finale vielleicht irgendwo durchzumogeln. Heute eine Bombentagesform mit Ide Schelling. Vorne die Gruppe. Immer noch, ja, die holen sich den Sieg. Da kann man von ausgehen. Geschke wird das machen. Ziemlicher Sicherheit. Wir müssen da jetzt nochmal schauen. Die sprinten alle sehr, sehr früh. Schauen, was hier geht. So, Jakobsen bei uns am Hinterrad. Und jetzt versuchen wir, ziehen wir es einfach mal durch. Was soll der Geiz mit Ide Schelling? Da haben wir Gilbert und dann sind wir leider aber auch im letzten Moment platt. Aber das wird trotzdem eine gute Platzierung von unserer Seite aus. Ein paar Punkte fürs grüne Trikot gesammelt, aber war jetzt keine Etappe zum Zungenschnalzen. Also Ide Schelling, mal schauen, Gesamtwertung ist alles nicht so wichtig. Bergtrikot haben wir auf jeden Fall verteidigt. Grünes Trikot haben wir sowieso nur vertretungsweise getragen für Philipp Gilbert, der dann nochmal schön vom Alpecin-Fahrer weggedrängt wird und der andere Alpecin-Fahrer im allerletzten Moment, aber wirklich im allerletzten Moment noch vorne weggedrängt. Aber jetzt geht's in die Vollen, jetzt geht es in die Berge und dort ist Gorka Isagirre gefragt, unser Teamkapitän für die Rundfahrt. Das wird wichtig werden. So, also Nachwuchsfahrerwertung und Bergwertung ist erstmal noch auf unserer Schultern, das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern auf der nächsten Etappe. Mal schauen, Ide Schelling dort in die Ausreißergruppe zu ballern, glaube ich. Das lassen wir mal sein. Matteo Trentin holt sich hier den Etappensieg mit einer sehr, sehr schlechten Tagesform. Alle hatten schlechte Tagesform. Vielleicht ist das ja unser Glück. Auch für die Gesamtwertung. Mal schauen, welche Bergfahrer haben wir denn hier vorne jetzt schon so mit dabei. Erstmal gar keine. Siri Gutierrez, aber den kann man nicht wirklich als Bergfahrer bezeichnen in dem Fall. So, Almeida ist am Start. Das wird also dann doch eine schwere Geschichte werden. João Almeida, ich weiß nicht, wie er hier im Spiel bewertet, das ist aber natürlich schon ein Top-Bergfahrer, vor allem auch ein Spitzenzeitfahrer für das 17 Kilometer Abschlusszeitfahren, sicherlich auch nochmal eine schwierige Variante. Also, wir gehen rein in die dritte Etappe von Cassers-sur-Garonne nach Ludonvier. Das wird richtig spannend und dann haben wir noch die Etappe nach Bagnères-de-Luchon, 110 Kilometer, Ohrkategorieberg, dann noch eine lange Abfahrt. Da kann ich mal wieder meine Skills zeigen, die ich aber inzwischen schon leicht verbessert habe. So, los geht's in den Port de Ballet. Wir hauen die Steuerung rein mit Ide Schelling mit dem Bergtrikot an unserer Seite. 99 Fahrer sind hier noch in der Gruppe. Der erste Jumbo-Fahrer Mike Tönnissen ist da vorne jetzt raus. Das gelbe Trikot ballert vorne rein. Wir versuchen, unser Tempo hochzufahren, ohne zu viel Energie zu verballern, um dann am nächsten Berg vielleicht eine Attacke reinzusetzen, wenn es noch möglich ist. Aber jetzt heißt erstmal clever fahren, möglichst im Pulk fahren, gar nicht so weit vorne. Da haben wir auch noch Florian Stork, dem wir eigentlich noch gar nicht groß drüber geredet haben, über die anderen Fahrer in unserem Team, genauso wie über Jakob Debisay, natürlich nicht Maxep Debisay. Dann haben wir Simon Clark, Pozzo Vivo, nicht in unserem Team, aber auch hier noch in der Gruppe mit drin. Also unten ist dieser Berg immer noch relativ flach, wie man hier sieht.
Da können wir erst nochmal die Füße ein bisschen stillhalten. Vorne sehen wir Philipp Gilbert nach wie vor im gelben Trikot. Das ist so eine Position, da kann ich mich mit zurechtfinden. Da fühle ich mich eigentlich wohl und ich hänge mich jetzt auch keinen anderen Fahrer mehr dran. Das kostet einfach zu viel Energie. Lass mich gerne hin und her schubsen. Wobei ich das Gefühl habe, dass das besser geworden ist. Wird aber wahrscheinlich purer Zufall sein. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich eingeklemmt und werde dann wieder zurückgestupst. Also wir fahren erstmal mitten im Pulk. Vor Kategorieberg. Das dauert noch lange, bis wir da oben sind. 19. Ja, jetzt bin ich gerade genau so zurückgeballert worden, wie ich es hasse. Trotzdem ist das erstmal nicht schlimm. Energie sparen. Und so gut wie möglich hier hochkommen. Allerdings natürlich auch nicht zu weit zurückfallen. So, Brandon McNulty. Alter Schwede, jetzt ballern die hier aber auch rein. Jetzt sind wir sehr, sehr weit zurückgefallen. Das war jetzt nicht der Plan. So, Ido Schelling. Da ist Oliveira. Müssen wir jetzt doch mal wieder ein bisschen was gut machen. Movistar komplett hier. Also Tempo ist sehr, sehr hoch. Und das war, wie gesagt, nicht der Plan, so weit zurückzufallen. Die ballern da vorne aber auch ein Tempo rein. Wahnsinn. Jetzt ist wieder ein bisschen raus. Ja, denkst du. Und schon gehen alle wieder aus dem Sattel. Dann Thymen Arendsmann hatten wir da gerade im Bild. Ja, auch ein sehr, sehr junger, talentierter Fahrer. Ide Schelling drückt mich weg. So, und jetzt sind wir eigentlich wieder so in der Position, wo ich sein will. So am Ende der Gruppe. So, dass wir nicht im Wind fahren. Und noch ein bisschen Energie übrig haben. So, Ide Schelling braucht wahrscheinlich das blaue Gel. Stork haben wir es noch vorenthalten. Die anderen Fahrer leiden ohnehin, aber die kriegen das trotzdem mal. Valentin Madouas ist nicht gut genug in Form, um hier mithalten zu können. So, jetzt sind wir wieder in keiner besonders guten Position. Gleich werden wir wieder weggedrängt. Vorne die Emirates, die das Tempo machen. Nummer 23, De La Cruz. Der sollte eigentlich noch nicht zurückfallen, David de la Cruz. Durchaus ein guter am Berg. Also da waren wir kurz mal in keiner besonders guten Position. Wichtig ist jetzt hier das blaue Gel noch mit rüber zu nehmen. So, da haben wir Tönz, der ja auch schon... Na, Etappensieger? Ne, war zumindest in der Ausreißergruppe. So, Pedrero auch ganz, ganz stark unterwegs dieses Jahr. So ein bisschen die Entdeckung bei Movistar. Ich glaube ja auch beim Giro extrem weit vorne immer mit dabei gewesen bei einigen Etappen, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Also erstmal in der Ausreißergruppe und später konnte er dann tatsächlich auch mit den Favoriten mithalten. Das war eher überraschend. So, Geschke, da ist wieder De La Cruz. Jetzt fliegen natürlich hier langsam die Helfer wie die Kanonenkugeln zurück. Da muss man richtig drum herum fahren. Da haben wir auch Flores, der ja letztes Jahr noch für unser Team gefahren ist. So, also jetzt heißt es hier... Ach Mensch, jetzt hängen wir hinter Dan Martin. Unnötig. So, gelbes Trikot ist vorne platt. Da fliegen jetzt einige raus. Da sehen wir auch Almeida. Der für mich so ein bisschen der Favorit hier ist. Ich kenne jetzt noch nicht alle mit Favoriten hier vorne. Aber ich glaube, das blaue Gel werden wir nehmen müssen. Almeida ist durch. Okay, so viel dazu. Versuchen wir mal zu der Gruppe hier vorne noch hinzukommen. Und hängen uns hier mal mit dran. So, da haben wir Laurens de Plus, der wohl hier der Favorit ist. Marc Soler ist mit dabei. Da vorne ist noch Jumbo. Und dann müssten wir wahrscheinlich gleich das Energiegel nehmen. So, Ide Schelling ist tatsächlich noch mit in der Gruppe. Der hat natürlich sein Gel auch schon genommen. Wieder eine Tempoverschärfung. Im Flachen. Mann, Mann, Mann. Also Tempo ist enorm hoch.
Blaues Gel haben wir jetzt leider auch schon komplett genommen. Hallo, mach doch Steuerung, Junge. Sorry. Also jetzt sind die aber alle ziemlich durch. Immer noch 5 Kilometer bis oben hin. Vorne kommt Kubeka Assos, wahrscheinlich Sam Clark oder wer ist das? Schelling wird jetzt gleich durch sein. Macht aber wieder genau das, was Lucas Blaze immer sagt. Er drückt einen eher weg, als dass er einem hilft. Deswegen lassen wir ihn jetzt mal K.O. gehen. Ich könnte ihm jetzt noch das rote Gel geben. So, wir versuchen in dieser Gruppe so lange wie möglich vorne mitzufahren, aber das wird sehr, sehr schwer werden mit dem lang ersehnten Rundfahrtsieg. Großschartner, Formolo, Van Zevenant, die gehen jetzt hier alle. So, Ben Hermans geht hinterher. Bleiben da erst nochmal sitzen und schauen uns das an. Da ist auch Sosa. So, wir hängen uns mal an Hermanns dran in dem Fall. Der fährt ja relativ konstant hier hoch. Immer noch 3,6 Kilometer. Vorne die Gruppe Vingegaard. So, mal schauen. Thijs Benoot ist dabei. Großschartner ist am Start. Aber hier will jetzt auch keiner so richtig fahren. Wir sind noch in einem sehr, sehr steilen Teil. Puh, also vorne Vingegaard zieht durch, wie bei der Tour de France auch, wo er ja sogar Tadej Pogacar jetzt mal abgehängt hat. Wir lassen mal Thijs Benoot vorbei. Hängen uns mal an Großschartner dran, dass der uns zieht. Dann ist Sosa noch mit am Start. Soler ist auf jeden Fall weg. Einige der Favoriten, die ich eigentlich so ausgemacht hatte, sind da jetzt schon weg. Jetzt wird es aber auch für uns langsam dünn. 2 Kilometer sind es noch bis oben hin und vorne Vingegaard, der haut brutal rein. So, Thijs Benoot attackiert, da können wir nicht mitgehen. Müssen wir jetzt echt unseren Stiefel hochfahren. So, da ist Großschartner jetzt auch komplett durch. Vorne die Gruppe zieht aber weg und da haben wir leider keine Chance. Vielleicht können wir der Abfahrt da nochmal ranfahren, das wäre natürlich wichtig. Es kommt ja gleich noch ein Berg der ersten Kategorie. Das hier ist nicht der letzte Anstieg. Der Port de Balais 19,2 Kilometer lang, 6,2% im Schnitt steil, also das hat es schon in sich. Das rote Gel würde ich mir eigentlich jetzt gerne erst nochmal sparen und in der Abfahrt ranfahren. So, Großschartner, verpiss dich. Das ist meine Innenbahn. So, oben sehen wir jetzt immerhin schon mal die Bergwertung. Es sind noch 600 Meter bis dorthin. Von Ide Schelling natürlich auch schon lange nichts mehr zu sehen. Dann ist der Rückstand 34, 35 Sekunden. Gehen wir jetzt nochmal kurz an den roten Balken, bevor wir dann auch in den roten Bereich gehen. So, und rein geht's in die Abfahrt. Wenn die mir mal aus dem Weg gehen würden. Wäre sehr nice. So, jetzt haben wir mal freie Bahn. Weiß nicht, wie gut Gorka Isagirre in der Abfahrt ist. Aber anscheinend nicht so stark. Ich bleib mal so, da vorne können wir uns eh gleich wieder reinbremsen. Ja,
Ja, es ist hier auch nicht so steil. So, hängen wir uns mal ganz kurz an Pozzovivo dran. Der macht eh gerade Tempo. In diesem etwas flacheren Bereich. Dann ziehen wir hier weiter durch, wenn er dann nicht mehr kann. So, vorne die zwei sind zusammen. Dürfen jetzt auch nicht zu viel Energie verballern. Es geht nämlich ja gleich nochmal in den nächsten Anstieg rein. Deswegen lasse ich mal die anderen arbeiten. Das macht definitiv mehr Sinn. Und dann sind wir wieder in der Spitzengruppe mit Vingegaard gleich. So, sehr gut. Also wir sind wieder mit dran. Und können jetzt hoffentlich noch ein bisschen in die Hocke gehen. In die schöne Stefan Hocke. Also in die aerodynamische Haltung. Um noch ein bisschen Energie zu sparen. Hinten kommt nur Großschadner. Also da regenerieren jetzt hoffentlich, nicht hoffentlich alle, aber wir zumindest ein bisschen. So, komm schon, blauer Balken. Führ mich zum Schotter. Alter, was für Geschwindigkeiten jetzt hier erreicht werden. Wow. Die Kurve hatte ich schärfer gesehen. So, und jetzt geht es wahrscheinlich hier gleich in die Vollen, oder? Schauen wir mal. So, da geht's in die Vollen. Hängen uns mal an Ben Hermanns hinten dran. Der Anstieg ist 9,9 Kilometer lang, also das hat es in sich. Trotzdem dürfen wir uns hier nicht gleich abhängen lassen, sonst fahren wir die ganze Zeit im Wind. Können jetzt aber auch nicht jede Attacke mitgehen. So, mal schauen. Vorne macht Thijs Benoot das Tempo für DSM. Durchaus spannend, das Ganze. Kann man nicht anders sagen. 20-Kilometer-Marke ist erreicht. Davon sind jetzt noch rund, ja, 8, 9 Kilometer bergauf. Jetzt können wir uns schon mal dranhängen an Pozzovivo. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob ich jetzt hier den Einsatzbalken fahre oder mich an sein Hinterrad hänge. Tempo ist auf jeden Fall nicht sonderlich hoch. So, Vingegaard fährt da mal kurz hinterher. Bleiben am Ende der Gruppe. Bisschen windgeschützt. Jetzt kommt wieder Thijs Benoot mit einer Attacke. Gehen wir da mit? Ungern, sehr, sehr ungern. Jetzt noch ein blaues Gel wäre natürlich mega. Dahinter die Abstände, naja, sind schon relativ groß, aber auch nicht mega riesig. Jetzt muss man echt aufpassen. Ich würde natürlich sehr, sehr gerne in dieser Gruppe dranbleiben. Alleine um ein bisschen Energie zu sparen. Aber es wird schwierig. Hinten Gruppe Rosa. Dann haben wir da vorne die 5-Kilometer-Marke. Für die Bergwertung. Huiuiuiui. Das ist echt mega spannend. Machen wir es wieder anders. Ist mir irgendwie lieber, mit der Steuerung zu fahren. So, von hinten kommen wir wirklich nochmal 16 Fahrer vielleicht ein bisschen ran. Weil wir hier vorne zu viel pokern. Die Attacke gehe ich jetzt nicht mit. Das schaffen wir nicht. Da jetzt nochmal eine Attacke mitzugehen. So, Thijs Benoot. Die sind halt einfach eine Nummer stärker da vorne. Da ist jetzt auch der erste raus. Pozzovivo war es. Nicht Clark. Habe ich die ganze Zeit irgendwie auch falsch gesagt. Geklagt habe ich da falsch.
So, wie weit ist es noch bis oben hin? 3,5 Kilometer. Ja, das macht keinen Sinn, die Lücke jetzt zu schließen. Dann müssen wir der Abfahrt vielleicht nochmal richtig reinballern. Nur noch 3 Kilometer. Wie gesagt, von hinten droht dann doch keine Gefahr mehr. Die sind durch. Wir sind hier bei den 4 Besten auf jeden Fall für die Rundfahrt dabei. Gehören jetzt auch wieder zu dieser Gruppe und sind so ein bisschen windgeschützt. Bleiben wir mal bei Hermanns hinten drauf. So, mal schauen, was geht da bis oben hin noch. Also wenn das Tempo so bleibt, für uns natürlich optimal. Kommt Vingegaard wieder an die Spitze. Fährt ein bisschen schneller. Ist jetzt echt eine Doktorarbeit, aber dann geht es jetzt auch dahin, weil die nochmal attackieren können. Da kam jetzt tatsächlich nochmal die Attacke. Nur noch 1,5 Kilometer. So, müssen ein bisschen rausnehmen. Kommen wir da vorne nochmal hin. Jetzt sind wir auch durch mit allen Gelen. Können wir hier nochmal kurz abkürzen. Und dann ist der nächste durch. Thijs Benoot ist raus. Fahr mir bloß nicht in die Parade, Junge. Und dann schauen wir mal, was da gleich noch so geht. Oben sehen wir die Bergwertung. Jonas Vingegaard alleine. 7 Sekunden vor uns. Puh, jetzt wird's eng. Und jetzt geht's los in die Abfahrt. Schauen, ob wir da noch mal hinkommen. Müssen wir wahrscheinlich nochmal sprinten. So, dann sind wir immerhin dran. Aus dem Weg, Junge. So, mal schauen. Können wir uns da vielleicht sogar noch mal leicht absetzen? Also wir sind auf jeden Fall mit dem stärksten Fahrer zusammen hier in der Abfahrt. So, 3,6 Kilometer sind es noch. Geht es jetzt hier nochmal ein bisschen flach? So, kann Vingegaard da nochmal mitgehen? Ja, Tatsache. Dann warten wir mal auf den Schlusssprint wahrscheinlich besser. Lassen wir uns mal von Vingegaard ziehen. Puh, ich bin richtig nervös. Da vorne der letzte Kilometer. Na komm schon, Junge. Zieh durch. Yes. Na endlich. Huhu. Huach. Mei, oh mei. Das war anstrengend. Ich habe geschwitzt für 48
Stunden-Deos. Keine Ahnung. Ich glaube, 48 Stunden-Deos hätten jetzt versagt, alleine wegen dieser halben Stunde. Also Etappensieg, ganz, ganz wichtiger Etappensieg für uns. Richtig schön. Und ich glaube, da haben wir uns die Kräfte auch sehr, sehr gut eingeteilt. In der Abfahrt wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, wenn ich noch besser abfahren könnte. Aber immerhin der Etappensieg und hoffentlich auch das Führungstrikot für uns. So, Jakob Debesay ist noch am Start. Mal gespannt, ob er es innerhalb des Zeitlimits schafft, aber das sollte eigentlich drin sein. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir uns jetzt hier noch den Sieg holen können mit Gorka Isagirre. Dass wir waren am Berg eigentlich andauernd abgehängt und hier auf den letzten Metern, da sind wir dann noch vorbeigezogen und holen uns den Sieg. Schönes Ding, Gorka Isagirre mit dem Etappensieg und jetzt hoffen wir mal, dass die nächste Bergetappe ähnlich gut wird. Da müssen wir das gelbe Trikot jetzt natürlich verteidigen und werden dieses Mal Ladies and von Beginn an Gentlemen, einfach Tempo machen. So, Etappensieg. Und auch in der Gesamtwertung führen wir. Ja, die anderen Wertungen sind ja unwichtig. Wen interessiert das schon? Normalerweise haben die uns immer sehr interessiert. Jetzt würde ich mal sagen, ach komm, was soll der Geiz? Also, Gorka Isagirre, 10 Sekunden Zeitbonifikation, Vingegaard zeitgleich 6 Sekunden, dann Ben Hermans mit 35 Sekunden, die beiden Belgier Hermans und Benot. Pozzovivo, Roland, Almeida, wie gesagt, habe ich stärker eingeschätzt, hatte aber eine sehr schlechte Tagesform. Auch Brandon McNulty ist vielleicht nochmal mitzurechnen auf der nächsten Etappe und die Tagesform bei den anderen war blendend zum Teil. Die war bei uns ja gut, aber nicht sehr gut. Und dann Gesamtwertung, 4 Sekunden vor Vingegaard. Und dann ist der Rückstand der Konkurrenz schon in Ordnung. Da kann man mit arbeiten. Deswegen schauen wir mal, mit was wir jetzt arbeiten müssen. Auf jeden Fall erstmal Etappensieg bringt 15 Punkte. Für uns bedeutet jetzt der 23. Platz in der Gesamtwertung. Wir sind an Intermarché Ventigobert vorbei. Und vielleicht holen wir uns ja noch B&B Hotels. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte mit einem Rundfahrtsieg. Ich weiß nicht, wie viel der genau bringt. Ob uns das hier nochmal eingeblendet wird, ich weiß es nicht genau. Gesamtwertung 25. Achso, bringt nur 25 Punkte. Das ist aber nicht viel. Das ist wirklich nicht viel. Also das könnte dann doch schwierig werden. Aber schön wäre es natürlich einfach, wenn wir uns jetzt in Bagnères de Luchon den Rundfahrtsieg holen. Dafür müssen wir an Vingegaard dranbleiben und das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann geht es natürlich auch noch in das abschließende Zeitfahren. Und Isagirre ist kein schlechter Zeitfahrer. Vingegaard kann das auch ordentlich. Aber ich denke mal, dass wir da durchaus mithalten können. Also, Dankeschön fürs Schauen. Gerne mit rüber auf den Discord-Channel kommen und mit uns dort über die Tour de France aktuell viel diskutieren.